Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, wir haben beim letzten Mal alle Seelen verloren. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum steht da unten 620? Denn ich war so blöd, bin gerade schon hier durch den Tunnel gelaufen, habe die Ratten gekillt und habe vergessen, die Spielaufnahme bei OBS einzufügen. Deswegen bin ich zurück zum Bonfire gerannt und starte jetzt nochmal neu. Daher die 620. Ja, beim letzten Mal habe ich gesagt, es geht zum Boss, aber ich möchte, dass wir uns die Seelen wiederholen, die 16.000, weil 16.000 Seelen will ich da nicht liegen lassen. Gerade nicht jetzt noch am Anfang. Ey, diese... Ja. Ah, ich häng fest. Rolli, roll, rolli, roll. Toti, tot. Und das waren unsere 16.000 Seelen. Wir gehen direkt zum Boss. Okay. Gut, dann machen wir jetzt. Oh, ich hasse es. Gehen wir jetzt zum Boss. Was haben wir denn hier? Großhammerkeule. 22 Stärke brauchen wir da. Wo ist denn das Claymore? Da. Das Claymore. Haben wir Fatroll? Oh ja. Haben wir. Mein Leid. Was? Was? Haben wir keine leichteren Klappen. Auch hier. Ah, so gut. Dorthin? Immer noch nicht. Ja, dann lasse ich auch die schweren Sachen an. Und dann lasse ich vor allen Dingen auch die andere Waffe drin. Denn beim Boss will ich nicht langsam sein. Ich will schön flink und agil sein. Oh, und den habe ich vergessen. Muss mich mehr konzentrieren, merke ich gerade. Ich. Ah ja. Bam, bam, bam. Da kriegst du ein. Nein, in hohlen Hals, mein Freund. So. Großmachete. Hier dürfte uns ja jetzt nichts mehr passieren. Denn der Pfeil-Heini ist ja jetzt auf unserer Seite, glaube ich. Cool. Das heißt für uns doch, wir können jetzt voll entspannt herrennen, meine ich. Hoffe ich. Mal so. Oh. Sehr schön. Bis jetzt auch noch ein Pfeil ankommt. Netter Dude. Auch. Tschüss. Oh, hier könnten wir jetzt Seelen farmen. Zweig. Versteckte Bla, habe ich nicht gelesen. Üb gerade nochmal springen. Okay, so war's. Hoffentlich lohnt sich das. Okay. Ist doch irgendwo eine Asthma-Tante. Die hört man so ganz leicht. Ja. Ja. Kennst du den Pfeil? Uah. Sehr schön. Na, hör auf zu zocken. So, dann können wir hier den Friedhof plündern. Es noch ein paar Items sein, die wir jetzt aufsammeln können, glaube ich. Ist doch bestimmt wieder irgendwo Gegner, den wir nicht. Asche?
Das erinnert mich doch an was. Da war doch die, die Händlerin wollte doch, dass man Asche bringt. Der tut's manchmal nicht. Ich wusste es. Jetzt, warum hält er dein Schild denn nicht oben? Ich drück doch. Ich glaube, ich brauche einen neuen Controller. Bild halten. So. Haben wir hier? Oh, neue Klamotten. Hier noch mehr? Ich glaube, ich war hier nicht. Können wir auch nicht, weil die Pfeile ja dauernd. Und da geballert wurden. Hier geht es anscheinend auch nicht weiter. Okay. Mal da oben. Doch bestimmt irgendwas übersehen. Ne, okay. Na denn? Gut. Ja, das ist jetzt auch schon wieder. Das ist doch kacke. Jetzt. Ah, so. So. Oh, 16.000 Seelen. Da waren wir schon. Ja, ja, klar. Ah. Oh, mir fällt ein, wo wir noch hin können. Warten wir natürlich jetzt auch noch vor dem Boss. So. Nicht wundern, wir gehen jetzt wieder zurück. Was ist denn hier? Irgendwo was. Der Loot? Gut. Nee, schade. Okay. Sieht jetzt nicht so an, irgendwie für... Gut. Ein paar Pfeile gehen wir jetzt kaufen. Und zwar kann man ja auch noch nach unten. Denn da ist eine Tür noch nicht auf, habe ich gesehen, an dem Turm, wo wir hochgegangen sind. Und wir haben ja diese fetten Typen mit diesen Steindingern da. Feuerbrandschrein. Wie soll ich die beschreiben? Ja, die einen mit diesen Dingern da abwerfen. Und der ist ja runtergefallen in so einen Graben. Und ich glaube, da kann man auch lang. Da gucken wir jetzt gleich mal. So, wir kaufen Pfeile. Kaufen wir bei der Uschi hier. Ah, ja. Weiß ich nicht. Im Stand kaufen. Gib mal ein paar Pfeile. Holzpfeil. Ja, Holzbolzen. Da alle. Okay, sehr schön. Aschenmann. Ja, ja, aber mich nicht voll. Achso, wir können jetzt mal den Schrein abgrasen. Mit ein bisschen Glück haben wir jetzt Party People Unterstützung. Aber noch gar nichts. Ah! Oh, our champion, this pilgrim. With a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Okay, also wir können hier Zaubersachen kaufen.
Okay. Wir können sprechen. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark side possess something quite special. Eine Geste haben wir gelernt. As I have said, I was alive, but perhaps I believe we okay. What is that denn hier? Then shall we begin? Bitte bereit. Of the dark sign, let your true strength shine. Was? Ja, gratis Level oder was ist hier? Be safe. Champion of Ash. Cool. Oh, our Champion of Ash. Welcome back. I would do anything for my master. Just say the word. As I have said, but ach so, ja, bla bla bla. Be safe. Tschüss. Champion. Danke fürs gratis Level. Haben wir mit ihm schon? Ja, haben wir schon. Ich höre hier doch was. Was faucht denn hier? Und? Ja, ist auch niemand. Zwiebelneid. Warte, ich dachte, er wäre vielleicht hier. Naja, egal. Ja, wir haben eingekauft. Level-Uschi ist da. Ich guck mal, ob hier oben noch was irgendwas ist. Ich hier was getan hat. Hier irgendwo Mr. Zwiebel steht. Ein Mr. Zwiebel zu finden. Gehen wir hier runter, gucken auf der anderen Seite und dann geht's wieder zurück. Dann gehen wir mal den Graben darunter. Hier liegen schon mal zwei. Was ist ein Turm? Liegen irgendwelche Zeichen? Kommt man da hin? Geht das? Wo kommt man da oben hin? Ich wette, das hat was mit dem Turm zu tun. Ja, aber das machen wir nicht jetzt. Und da kommen wir ja rein, genau. So, Schrein, pipapo. Zum Feuerchen. Deine Lord sitzt da oben noch ganz freundlich. Schön. Reisen. Da gehen wir wieder zurück. Haben wir jetzt ein Gratis-Level bekommen. Voll nett, der Typ. Oh, was mir einfällt, wir haben ja noch die Asche. Beim nächsten Mal unbedingt dran denken. Sehr schön, wir haben auch wieder Pfeile. Dass wir die Asche abdrücken. Bei dieser Frau da. Wo wir die Pfeile gekauft haben. Weil ich glaube, dann gibt es was. Yay, 620 Seelen. Und ich freue mich. Ha!
Ja, da zappelst du. Ein komisches Bötchen. So. Wer nimmt das Schild schon wieder? Jetzt, okay. Also ich sag, wir kommen hier runter. Wie weit wir das überleben, das ist die andere Frage. Gut. Hä? Ach, dann gehen wir jetzt zum Boss. Ich dachte, wir kommen da runter, aber anscheinend irgendwie doch nicht. Wohl zu wenig Leben. Ich muss einen anderen Controller gleich anstecken. Der nimmt das Schild nicht hoch. Ist natürlich bei Dark Souls eher kontraproduktiv. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das hört. Wenn ihr ab und zu so ein Klicken hört und es passiert nichts, das ist, wie ich krampfhaft versuche, das Schild hochzukriegen. Au. Einmal drücken, dann geht das Schild hoch. Ja, machst du jetzt mal was. Ja. So. Eins, zwei und weg. Oh, der hat mich noch getroffen. Nicht lieber. Jetzt war ich wieder zu gierig. So, ganz kleinen Augenblick bitte. Oh, irgendwas ist passiert. Ich weiß noch nicht was. So, ja. Moment. Neuer Controller ist angeschlossen. Und... aha. Der funktioniert wunderbar. Schön. Da ist wohl die eine Schultertaste bei dem alten bisschen im Eimer. Aber der hat auch schon ein paar Tage hinter sich. Noch die Gratis-Seele mitnehmen. Ihr kriegt jetzt einen Pfeil am Kopf. Oh, Glück habt. Sagt er. Oh. Was sagst du? Er denn für ein Gesicht? Sah ja lustig aus. Naja. So, hier im Häuschen ist, glaube ich, noch Mr. Spaten, ne? Okay, das war Mr. Spaten. Voller Schleimbolzen hier. Oh. Hey, der macht ganz neue Sachen, hat er gerade nicht gemacht.
das vielleicht was mit dem dunklen Zeichen zu. Boah, 3 Flaschen für einen Bosskampf. Ich weiß ja nicht. Ich Idiot, ich hätte mir die sparen sollen und ein Ember nehmen sollen. Eine Glut. Egal. Und jetzt gehe ich hier ins Areal und es passiert gar nichts. Das wäre ja... Ah, das ist Bosskampf, was soll es sonst sein? Keinen anderen Sinn. Der Baum da sieht auch schon sehr auffällig aus. Oh. Sorry. Ja, geh ich mal. So? Scherbe. So, Leben voll machen, viel Leben wiederherstellen. Nur mal den letzten und ich hoffe, dass dann der Boss kommt. Ah. Oh, das ist Mr. Rotauge. Das auch erledigt. Oh. Doch kein Boss? Ich sehe doch. Und wie das ein Boss ist. Überlebe ich das? Oh ja, tue ich gut. Was ist das?
aus Rotz raus, Rotz raus, Rotz raus. Nichts passiert. Da. Ah. Jetzt kommen wir da nicht dran. Ding. Au. Au. Den Fuß, okay. Nee, das war jetzt der Boss, oder was? Ja. Das war der Boss. Das war ja komisch. Vor allen Dingen war das easy. Ja, cool. Mein Gott. Ein Estus-Dings. Oh, was liegt denn hier? Hallo? Hallo, wer bist du? Bist du? Oh, warum liegt der da? Gott, Holzschild. Hier kann man was darbieten. Ich denke, das ist für irgendeinen. Wie heißt das? Orden? Nee. Wie heißt das denn? Covenant. Ich glaube, hier kommt man gar nicht wieder raus. Kann das wohl? Kann das sein, dass man hier so gar nicht wieder rauskommt, sondern echt einen Homeward-Baum benutzen muss? Ich glaube wohl. Das ist ja lustig. Ja. Aber bin ich doof und sehe einfach eine Treppe nicht. Achso, nee, Quatsch, man kann ja das Ding nehmen. Aber ich komme hier, glaube ich, nicht wieder hoch. Kommen wir hier hoch? Wenn das jemand weiß, in die Kommentare bitte. Eisen. Ja, krass. Da aus sind wir geflogen. Oh ja. Komisch. Egal, wir haben noch ein Estus-Fläschchen. Und, wir können mit ein bisschen Glück noch ein Level abmachen. Das sollten wir dann jetzt auch noch schnellstmöglich tun. Erstmal gebe ich der Eulen diese Asche. Ah, well met, Asche. Ja. How may I be of service? Schattenasche. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ich hoffe auch. Welcome home, Ashen. Hallo, da bist du ja. Speak. Very well. Wem then geben wir denn das Estus-Ding? Ach, dem Schmied, klar. Oh ja, wir können ja wirklich. Belastbarkeit. Was ist nochmal für Dingenskirchen? Belastung. Belastbarkeit wahrscheinlich. Ja, mach.
gerne erstmal noch zwei drauf machen, dass wir vernünftige Klamotten anziehen können, beziehungsweise auch schwere Waffen tragen können. Ah, Tür mit Öl. Well met. Tis good to see ye in good health. Danke. What needs smithing this day? Ich hätte gerne. Okay, gut. Prep. Ich sage jetzt nur, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hingeht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir haben jetzt 6 Essusflas, haben wir auch ein Knochensplitterchen. Ja, cool. Heilen unsere. Okay. 6+1 haben wir jetzt. Schön. Unser Hackebeil können wir wahrscheinlich immer noch nicht tragen. Mit Claymore. Weil das ist, wie viel wiegt das? 3. Boah, das sind 6 mehr. Krass. Ne, das fehlt wohl nicht. Die Keule, die Großmachete können wir noch nicht tragen. Den Hammer auch nicht. Lense, ja. Aber keinen Sinn. Wir können Stoffklamotten ziehen. Damit dürfen wir? Ja. Ah, das geht doch. Können wir das auch nochmal eben aufwerten, so ein bisschen, finde ich. Einfach mal machen. Ja. Waffe verstärken. Da bitte. Wir haben doch einen Feuerstein. Waffe durchwirken. Das. Mit. Feuer. Okay. Dann Waffe verstärken. Ah, dafür bräuchten wir ein bisschen mehr. Okay. Ah, Feuerschwert. Cool. So. Wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wo es weitergeht. Aber das finden wir schon noch raus. Zusammen. Und zwar in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Also schaltet wieder ein. Es wird spannend. Bis dahin. Tschüss.